Also warte, erstmal Kamera laufen hier. So, die läuft schon mal. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute dem ersten Video aus dem neuen Büro. Ich muss noch so ein bisschen alles hier umräumen und so weiter. Ist noch nicht die perfekte Kameraeinstellung gefunden. Aber das macht auch nichts, denn wir haben heute ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Bitcoin. Und zwar mit Richard Dietrich zu Gast. Und zwar genau deswegen, weil ja, ich von Bitcoin nicht ganz so viel Ahnung habe, um nicht zu sagen fast gar keine Ahnung. Aber Richie, ich habe gehört von dir damals, dass du selber schon so ein bisschen aktiv gewesen bist mit Bitcoins, oder? Also jetzt nicht seit Anfang des Jahres knapp, aber bisher mit viel Glück in Anführungszeichen. Und ich denke mal, Glück ist das richtige Wort bei dem Thema. Man braucht aber definitiv auch Glück, das ist ganz klar. Warum ich auch so spät eingestiegen bin, ich wollte halt erst einsteigen, wenn ich halbwegs verstehe, was steckt denn da eigentlich dahinter und wie funktioniert das, wie kommen diese Bitcoins zustande, wie kann da der Preis steigen und so schnell fallen. Also ich habe mich wirklich relativ lang damit beschäftigt, erstmal zu verstehen, was tue ich denn damit, wenn ich das kaufe, bevor ich überhaupt Geld investiert habe. Ich meine, ich predige schon seit bald bald wird es ein Jahr, immer wieder auch bei dir, erst dann kaufen, wenn man es versteht, weil sonst kann man das Geld gleich in den Kuli runterspülen. Und bei mir hat es etwas länger gedauert, bis ich verstanden habe. Ich habe auch nicht so viel Zeit gehabt. Und was ich heute halt machen möchte, ist genau das. Erstmal den Leuten klar machen, was gibt's, was steckt dahinter, was für Begriffe gibt es da, was muss man dazu wissen, bevor man den ersten Cent investiert. Vielleicht ganz kurz auch schon zu meiner Präsentation, die erste Grafik, die ich mal mitgebracht habe. Aber ganz kurz vorher noch, du kannst gleich auf die Grafik eingehen. Ich möchte nur ganz kurz noch einen Kontext hier etablieren und zwar im ersten Video heute. Wir machen nämlich mehrere dazu. Heute werden wir im ersten Video erstmal so ein bisschen generell, wie Richard gerade gesagt hat, so über den Bitcoin und was ist das und ein paar Begriffe und so weiter klären. Im nächsten Video werden wir dann darauf eingehen, wie kauft man denn überhaupt so ein Bitcoin? Wie funktioniert das in der Praxis ein bisschen? Und dann im dritten Video gucken wir uns mal so ein bisschen an, ja, wie sieht es denn schon aus mit Bitcoin-ETFs, mit Bitcoin-Aktiengesellschaften oder praktischen Anwendungen, wie zum Beispiel, dass vielleicht Amazon bald den Bitcoin aufnimmt, nur damit ihr wisst, so von der Reihenfolge her. Aber jetzt, Richard, wirst du erstmal übernehmen für eine Weile. Lege ich erstmal los, jawohl. Ja. Ich habe hier mal eine Grafik, die ist schon etwas älter. Man sieht hier schon mal, wir haben hier einen Wert gehabt, weit knapp oder knapp über 10 Punkten im Index. Und wir sind hier gestiegen innerhalb kürzester Zeit auf fast 200. Und historisch betrachtet war das etwas, was heute vielzutage noch als der Tulpenindex bekannt ist. Ja. Ich will einfach mal zeigen, es gibt halt immer wieder Werte, wo Leute in irgendwas investieren, von dem sie eigentlich gar nicht so richtig gewusst haben, was bringt das eigentlich. Tulpen waren damals nach Holland gebracht worden, aus der Türkei, war was ganz Tolles, was ganz Modernes, eine ultraschöne Pflanze, bis dann der erste Schiffsmart vom Schiff gekommen ist und eine Tulpenzwiebel gebissen hat und die gegessen hat, weil es für den halt eine ganz normale Nahrungsmittel war, was billiger war als eine normale Gemüsezwiebel. Mhm. Aber warum ich das zeige, ist einfach, klar, wenn wir uns jetzt den heutigen Bitcoin-Chart angucken, der hat natürlich auch schon immens an Fahrt aufgenommen. Soll jetzt nicht heißen, dass er gleich einbrechen muss wie die Tulpenzwiebel, aber ich will einfach darauf aufmerksam machen, wo kommen wir da eigentlich her und wie viel hat das schon eigentlich das Ganze zugelegt? Hätte ich das Chart jetzt noch weiter in die Vergangenheit gezogen, wären wir irgendwo bei einem Dollar halt gestartet und jetzt sind wir bei 5.000, oder Entschuldigung, bei 6.000 Dollar, das ist jetzt ein Euro-Chart. Also wir haben schon einen immens weiten Weg hinter uns und man sieht auch hier schon vor 2 Monaten alleine, waren wir knapp über 4.000 und sind dann intraday auf über 2.500 runtergebrochen, um dann wieder bei 5.200 Euro zu landen. Also die Bewegung, die Schwankungsbreite ist absolut immens, die ist ganz gewaltig. Und wenn man sowas kauft, ganz klar, das ist auf jeden Fall eine Spekulation, das muss einem klar sein, das ist spekulativ. Mhm. Ich nehme das Geld, lege es zur Seite und schreibe es erstmal eigentlich ab. Es kann gut gehen, es kann richtig gut gehen oder es kann komplett weggehen. Das muss halt jedem einfach klar sein. Und bevor man einfach überhaupt anfängt, in so etwas zu investieren, ich habe mal dann von dir deine Grafik ausgeliehen, die du schon mal... Die habe ich ein bisschen abgeändert, aber noch. Ja? Richtig, genau. Aber es passt einfach. Ja? Wie kann ich in Bitcoin investieren? Auch ich werde häufig so gefragt, wie hast du es gemacht? Wie kann ich denn investieren? Dann frage ich mal 2, 3 Sachen. Weißt du, was das oder das bedeutet? Da sehe ich immer große Gesichter mit riesenrunden Augen. Und da muss ich auch sagen, ja, aber bevor du nicht weißt, was das bedeutet, wie es funktioniert, stell doch nicht die Frage, wie kann ich investieren? Sondern überleg dir erstmal, was bedeuten all diese Abkürzungen, all die Begriffe, die ich jetzt gerade mal hier an die Präsentation geworfen habe. Erst dann, wenn man das versteht, kann man anfangen zu sagen, okay, ich weiß jetzt, warum ich es tue und ich habe eine eigene Meinung, warum es steigen soll oder wird. Oder auch vielleicht, nee, jetzt habe ich es verstanden, jetzt will ich lieber doch nicht mehr. Und was ich jetzt einfach vorhabe, ist mal gerade so die wichtigsten Begriffe, die jetzt da zu dem Thema
aktuell vielleicht so immer mal auch durchs Internet, durch Medien schwirren, einfach mal kurz ansprechen, erklären und vielleicht auch mal den Zusammenhang herstellen, wie so ein Bitcoin überhaupt entsteht, was man dazu alles braucht und was diese ganzen anderen Fachbegriffe hier bedeuten. Wir fangen gerade vielleicht mit dem wichtigsten, dem Kernstück an, genau, der sogenannten Blockchain. Hast du dich jemals mit dem Thema Blockchain beschäftigt oder jemals gehört, was das sein soll, ganz ehrlich? Ich persönlich, das kommt ja schon seit langem, ja. Ich glaube, ich habe es mittlerweile so ein bisschen verstanden. Also so, dass es im Prinzip einfach ein Datenpaket ist, was zum Beispiel irgendeine Daten enthält, zum Beispiel unser Gespräch jetzt. Und das dann aufgezeichnet wird und dann im Prinzip so eine Verbindung zum nächsten Datenpaket geschaffen wird, sodass es im Prinzip nicht mehr rausgenommen werden kann, unser Gespräch. Ja, also so verstehe ich das jedenfalls, aber viel mehr verstehe ich davon nicht. Das ist schon der richtige Weg, das ist absolut recht. Und je mehr neue Datenpakete auf die alten draufkommen, je sicherer werden die unten drunter. Weil wenn nur eine neue Seite auf der alten Block draufgeklebt wird, wenn wir es so nennen möchten, die eine Seite kannst du zur Not noch mit viel Rechenaufwand oder du kannst wieder zurückrechnen. Wenn das Ding aber schon 2-3 Seiten tief ist, wird es fast unmöglich. Du hast den Aufwand kaum zu überwältigen, die Daten wieder zurückzurechnen. Und was ein weiterer wichtiger Punkt ist bei diesen Blockchains, die stehen ja nicht nur bei dir und bei mir auf dem Rechner, und jetzt kommt das große Interessante dran, das Ganze ist ja dezentral. Das heißt, du hast nicht eine Bank zum Beispiel, die einen Kontoauszug erstellt, sondern du hast ganz, ganz viele Teilnehmer, die diese Blockchain bei sich auf irgendeinen Rechner und Servern speichern. Und wenn jetzt einer anfängt, die Blockchain irgendwo abzuändern und irgendeinen Punkt rauszunehmen oder zu ergänzen, dann wird der Rest der Community feststellen, Moment, da stimmt was nicht. Du bist der Einzige, der mit solchen komischen Daten durch die Welt läuft. Was hast du da gemacht? Und wie merken die das dann, die anderen? Also haben die das sehen die das in einem Computerprogramm? Das wird in der Software oder automatisch festgestellt, dass irgendwo eine Chain durchbrochen wurde, die nicht zu den restlichen Blockchains passt, die in der Öffentlichkeit verteilt sind. Und was passiert dann? Was passiert dann? Dann wird die einfach nicht angenommen. Dann kann der noch so viel fälschen, aber die Blockchain muss erst von mehreren anderen angenommen werden, damit sie überhaupt Gültigkeit hat. Okay. Und wenn man feststellt, die ist falsch, da passiert das nicht. Okay. Du hast auch in dieser Blockchain, gerade im Bitcoin, hast du natürlich keine Namen, sondern auch keine Gespräche, die aufgezeichnet werden. Hier werden Transaktionen aufgespeichert. Mhm. Also Bitcoin geht von dem zu dem oder wieder zurück. Und es gibt auch keine Namen in der ganzen Blockchain-Kette, sondern das wäre jetzt mal eine Adresse von einer Blockchain-Wallet. Also mit dieser Adresse kann man ganz anonym an irgendjemand Geld oder Bitcoins überweisen. Das ist einfach eine Fantasie-Adresse mal, also bitte nicht versuchen, das hinzubeweisen. Aber so sieht die aus. Es sind Buchstaben, Zahlen in groß und klein. Da gibt es unglaublich viele verschiedene Variationen. Und deswegen gibt es sie auch immer nur ein einziges Mal. Mhm. Und in dieser Blockchain steht eben drin, dass diese Nummer an eine andere Nummer einen gewissen Betrag zu einem gewissen Datum gezahlt hat. Okay. Und sobald eben diese Blockchain eben aufgenommen oder gezeichnet wurde, geschrieben wurde, kommt eine nächste Institution ins Spiel, das sind die sogenannten Miner. Und jetzt kommen wir auch schon dazu, wie einige mit Bitcoins auch Geld verdienen. Miner sind einfach diejenigen, die gucken, okay, wo kamen jetzt die ganzen Blockchains zusammen? Da müssen sie einen gewissen Algorithmus berechnen, eine Logik ausrechnen. Und wer als erstes damit fertig hilft, das sagen, hey, ich habe es geschafft. Ich kann jetzt diese Blockchain als meine Blockchain beanspruchen. Meine heißt, ich bin der Erste, der das Ergebnis hat. Ich verteile es an alle anderen. Und ich kriege dafür dann aktuell, glaube ich, 4 Bitcoins gut geschrieben. Rechenleistung brauchen wir dafür allerdings richtig, richtig satt. Wir haben uns vor dafür überhalten, wenn die Technik so weitergeht, also die Computer nicht sparsamer werden und die Bitcoin-Mining genauso weiter betrieben werden wie jetzt, dass wir bald den Stromverbrauch von Dänemark allein fürs Mining auf der Welt verbrauchen werden. Das ist schon einiges. Wobei man auch sagen muss, die Computer, die Rechnerchips werden immer kleiner, verbrauchen weniger Strom. Da kann man natürlich hoffen, dass das Ganze sich dann irgendwann wieder reguliert. Also, warum wird es denn aufwendiger, einfach weil es mehr Miner gibt, sozusagen, Angebot und Nachfrage, oder einfach diese Blockchain einfach länger? Oder? Einmal die Blockchain wird wesentlich länger, aktuell sind wir bei ca. 160 GB. Und das Zweite ist, du kriegst immer weniger für eine berechnete Blockchain. Okay. Also anfangs hast du noch richtig viele Bitcoins bekommen und je länger das Ganze in die Zukunft geht, je weniger bekommst du dafür als Miner. Also musst du mehr aufwenden, um wieder überhaupt was zu bekommen. Also, und warum? Weil es einfach mehr gibt oder weil der Kurs so gestiegen ist? Oder warum? Nee, weil man einfach sagt, am Schluss der Laufzeit, ich habe noch eine Zahl dabei, die habe ich vorher auch schon gezeigt, 21 Millionen, das ist die maximale Anzahl an Bitcoins, die geschürft werden kann. Und da man das Ganze nicht linear nach oben steigt, das ist der Code, das ist bereits im Code festgelegt worden, vornherein. Ah, okay. Und damit das Ganze nicht linear nach oben geht, haben wir eben das Ganze so aufgelegt, dass man am Anfang recht viele Bitcoins bekommt und am Schluss wird es immer weniger, die Kurve wird immer flacher, aber so eine Kurve habe ich nachher auch mal mitgebracht, dass man mal versteht, was es bedeutet. Okay. Am Anfang werden recht viele Bitcoins berechnet und je länger es in die Zukunft gehen wird, je weniger Bitcoins bekommt ein Miner für seine Dienstleistung. Okay. Er bekommt allerdings nicht nur Bitcoins für das Minen, er bekommt auch sowas wie eine Art Überweisungsgebühr. Das heißt, wenn einer eine Transaktion von einem zum nächsten schickt,
kann ein Miner für diese Transaktion auch eine gewisse Gebühr erheben. Mhm. Das heißt, wenn ich Geld, bisher muss ich für Bitcoins Überweisung, wenn man so nennen möchte, immer noch eine Transaktionsgebühr zahlen. Mhm. Die kann variieren, da komme ich aber auch gleich dazu, warum die variieren kann. Allerdings geht das Ganze im Normalfall innerhalb von 1-2 Minuten. Aber da kann man selber auch einen Einfluss drauf nehmen, wenn ich eine höhere Gebühr bin bereit zu zahlen, klar, stehe ich vorne in der Schlange. Wenn ich geizig bin und ganz wenig dafür zahlen will, kann es sein, es dauert sogar mal einen Tag. Moment mal jetzt kurz, wenn du einen Bitcoin kaufen willst mit Euro oder wenn du jetzt mit Bitcoins irgendwas anderes kaufen willst? Wenn ich einfach, wenn du einen Bitcoin kaufst für Euros, okay, muss ja auch erstmal die Überweisung der Bitcoins auf deine Wallet geschehen, mhm, auf dein Konto geschehen. Und okay, meistens ist es so, wenn du eine Bitcoin kaufst, kaufst du es bei irgendeiner Online-Plattform, mhm, und die hinterlegen es erstmal in ihrer eigenen Wallet. Ich greife jetzt schon mal weg, Wallet ist einfach dein Geldbeutel, wo du okay digital deine Bitcoins einstecken kannst. Okay. Und ja, du kannst es dann bei diesen Plattformen lassen oder du überweist es dir selber auf deine eigene private Wallet, was immer zu empfehlen ist. Und allein schon diese Transaktion von der Wallet, der Börse, also der Online-Börse, nicht uns, sondern einer Bitcoin-Plattform, ja, oder eines Bitcoin-Händlers, die Überweisung zu deiner eigenen Wallet, die kann schon etwas kosten. Also es ist jetzt minimal, okay, wirklich minimal, aber es ist nicht umsonst. So, sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Wallet so ein Bitcoin reinkaufen will, ja, ist es dann, mhm, ein Zweitmarkt von einem anderen oder kaufe ich das dann direkt von der Plattform, die Bitcoins schon hat? Oder? Also es gibt keinen eindeutigen Weg, wie du das tun kannst. Es gibt bisher, okay, zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal Plattformen, die stellen Preise zur Verfügung. Du, mhm, kaufst oder du lässt es. Und es gibt bereits auch schon die ersten Plattformen, die ähnlich wie Börsenhandel die besten Käufer und besten Vorkäufer anzeigen und du versuchen, okay, kannst, zwischendrin dich reinzustellen. Also bisher gibt es beides. Aber okay, sowas wie ein Limit aufgeben und das lässt was laufen und wartet, bis ausgeführt wird, sowas gibt es bisher noch nicht. Da haben wir noch einiges vor uns, glaube ich, was okay den Bitcoin-Handel angeht. Da kommt ihr dann irgendwann ins Spiel. Mal schauen. Das nächste, was wir auf jeden Fall haben, okay, sind einmal die Miner. Und als nächstes haben wir ja vorher davon gesprochen, dass diese Blockchain bei vielen dezentralen Personen oder Computern gespeichert sein muss. Und, mhm, dafür gibt es diese sogenannten Nodes. Es gibt die Light Nodes, die speichern bei sich auf ihrem PC alle Teile der Bitcoin-Chain, also der Kette, die mit ihren eigenen Transaktionen zu tun haben. Das heißt, damit, mhm, du im Notfall selber beweisen kannst, hey, ich habe da wirklich die richtigen Transaktionen getätigt. Das sind maximal 160 Megabyte, also relativ überschaubar. Und dann gibt es die sogenannten Full Nodes. Und diese Full Nodes, die speichern alle Daten der gesamten Blockchain-Kette. Aktuell 160 Gigabyte ist an sich von der Datenmenge nicht viel. Allerdings muss es auf dem Server gespeichert werden, der eben die ganze Zeit verfügbar ist. Und sobald jetzt ein Miner eben festgestellt hat, ich habe diese Blockchain-Kette neu berechnet, die habe ich für mich beansprucht, dafür kriege ich Bitcoins ausgezahlt, dann verteilt er die Informationen an alle Full Nodes und jeder speichert es bei seiner Kette ab und sagt, okay, ich habe jetzt den neuesten Bestand, wieder eine Seite oben drauf gelegt. Und das Ganze funktioniert normalerweise im 10-Minuten-Takt, weil im Normalfall, mhm, wird eine Blockchain alle 10 Minuten berechnet. Mhm. Aber zur genauen Berechnung und zur Größen komme ich gleich noch dazu, weil das ist ein wichtiger Punkt. Ja, okay. Und wenn es jetzt irgendwann 21 Millionen Bitcoins, meintest du, ist die Grenze. Wie viel gibt es denn, mhm, jetzt ungefähr? Aktuell sind wir ca. 16, 17 Millionen. Okay, aber das bedeutet ja, es gibt zwar begrenzte Bitcoins, aber die Blockchain wird ja immer länger, wenn es je mehr Transaktionen es gibt. Das, absolut, heißt, irgendwann wird dieses Full Node dann ja ziemlich schwierig, oder? Für so einen einzelnen, ja, Teilnehmer. Also wir sprechen da vielleicht von den nächsten 10, 20 Jahren, aber mal ganz ehrlich, ich kann mich daran erinnern, wo ich meine erste 40 Megabyte Platte gekauft habe, Festplatte. Mhm. Heute kaufe ich mir 8 Terabyte, genau, Festplatten. Also, oh, ja, du hast recht, aber du musst halt überlegen, die Technik wächst ja auch extrem, ja, schnell. Ja. Und dementsprechend, also 160 Gigabyte an sich ist jetzt, genau, relativ überschaubar. Das ist jetzt, und wenn wir da mal, genau, bei 500 Gigabyte sind, ist es immer noch eine Zahl, die, genau, ist recht, ja, vertretbar, denke ich mal. Aber das habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig verstanden, gerade dieses ganze Thema. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass ich auf meine internen und externen Festplatten extrem gut aufpassen muss, ja? ja, oder ich kann ja gleich sagen, wie man es noch machen kann. Wir kommen jetzt nämlich zur Wallet. Ah, okay. Und diese Wallet, diesen Geldbeutel, diesen digitalen, gibt es in verschiedenen Versionen. Du, okay, kannst einmal die Luxusversion nehmen, das ist ein gesicherter USB-Stick, wo man wirklich eine hohe Sicherheit dahinter hat. Und da, mhm, ist die Wallet drauf, das ist eins. Du kannst auch eine Online-Wallet machen, bei einem Online-Dienstleister. Wenn du dem vertraust, kannst du das auch machen. Oder du kannst einfach eine Offline-Wallet auf deinem PC installieren. Vielleicht, mhm, machen wir das im nächsten Video dann, dass ich mal genau zeige, wie. Ich kann dir ganz sagen, wie ich es gemacht habe. Ja, ich habe so eine, gerne, Offline-Wallet auf meinem PC installiert, allerdings nicht auf meinem PC, sondern man konnte auch eine sogenannte Portable-Installation machen, also eine Installation auf einem USB-Stick. Mhm. Und den kann ich an jeden PC einstecken und ich kann für jeden PC das Programm aufrufen. Und der Stick liegt dann einfach am guten, sicheren Ort versteckt und gut ist.
So kann man auch vorgehen. Wichtig ist, immer wenn ich ein Wallet anlege, kriege ich 12 Schlüsselwörter. Ganz wild durcheinander englische Wörter. Und nur wenn ich diese 12 Wörter habe, bin ich auch wirklich der Besitzer meiner Wallet. Selbst wenn ich jetzt das installierte Programm irgendwann mal abschieße, es funktioniert nicht mehr, der USB-Stick ist kaputt. Anhand dieser 12 Schlüsselwörter werde ich dann gefragt, okay, gibt jetzt das 4., das 7. und das 9. und das 11. ein. Und darüber kann ich dann wieder meine alte Wallet wiederherstellen. Ah, okay. So ähnlich wie bei Instagram nicht, oder so. Ja. Genau, es gibt aber kein Passwort vergessen oder sonst irgendwas Funktion. Wenn man diese 12 Wörter nicht mehr hat und man seine Wallet vernichtet oder irgendwie dann löscht oder sonst irgendwas, dann ist es weg. Also da ist schon eine gewisse Sorgfalt gefragt. Das heißt, dann ist sozusagen trotzdem, also dann sind trotzdem deine ganzen Transaktionen aus der Vergangenheit zwar noch gespeichert, aber du kannst nicht mehr beweisen, dass es deine waren sozusagen. Genau, oder? Du kommst nicht mehr drauf. Okay. Und darum zwar, also ganz ehrlich, wenn du sowas machst, dann diese 12 Wörter aufschreiben, bitte, also da bin ich jetzt auch ziemlich schizophren und fange nicht an, das Zeug auszudrucken oder online zu speichern. Ich habe es wirklich von Hand aufgeschrieben. Ja. Hab's bei mir einmal sicher hinterlegt und hab das Ding einmal meinen Eltern noch gegeben. Ja, am besten auch räumlich getrennt. Bei solchen Sachen ist es am besten immer, man beschäftigt sich mit Loki-Routen. Ja, müsst ihr mal googeln, Loki-Route. Und merkt euch sowas, speichert es euch im Kopf ein. Ich habe alle meine wichtigen Passwörter und Zahlenkombinationen, habe ich alle im Kopf. Dann kann nämlich nichts passieren. Ja, ich laufe dann einfach so. Wenn ich die komplett vergesse, dann laufe ich einfach meinen Weg von meiner Wohnung zu meiner damaligen Uni. Da habe ich so Stationen eingespeichert, über 50 Stück. Und wenn ich das tatsächlich aus dem Kopf vergesse, dann muss ich nur die Stationen wieder ablaufen. Und an diesen Stationen passieren dann Dinge, wo ich genau wieder abrufen kann im Kopf. Genau, da müsste es. Sowas ist auf jeden Fall hilfreich. Ja. Wie gesagt, wer es nicht kann, schreibt es auf und legt es bei seinen Eltern zurück. Oder so. Aber dafür ist die Wallet da und dafür brauche ich die Wallet. Ja. Und anhand von dieser Wallet kann ich dann einfach reingehen. Dort sehe ich auch meine die Adresse, zum Beispiel so ein Zahlen- und Buchstabenwirrwarr, das ich hier aufgeschrieben habe. Und ich kann darüber mit solchen Adressen auch wieder Zahlungen woanders hin tätigen. Oder ich kann beim nächsten Kauf wieder die Wallet aufladen und neue Transaktionen zur Wallet schicken. Okay. Und jetzt wird spannend. Ich habe ja vorher gesagt, die Miner kriegen für die Transaktionen Geld. Ich sagte dir auch, die Miner werden in Zukunft immer weniger Bitcoins, oder, Entschuldigung, sie bekommen kein Geld, sie gegen Bitcoins, wobei manche behaupten, Bitcoins wäre ja auch Geld, also schließt sich der Kreis wieder. Und die Miner bekommen aber immer weniger Bitcoins in der Zukunft für das Minen. Genau. Allerdings ist es noch ein zweiter Weg, wie die Geld verdienen können. Und zwar kriegen die ja auch Geld, wenn einer von einer Wallet zur nächsten Wallet was überweist, was zahlt. Und in naher Zukunft ist einfach die Hoffnung, dass einfach die Einnahmen durch das Minen zwar sinken, aber je stärker die Akzeptanz des Bitcoins ist, werden mehr und mehr Transaktionen getätigt. Auf der einen Seite sinken die Einnahmen durchs Mining, auf der anderen Seite steigen aber die Einnahmen für diese Überweisungstransaktionen, die Miner auch vornehmen. Aber die kriegen sozusagen immer nur Anteil mit den Bitcoin, den sie gemeint haben oder so, oder? Nee, sie kriegen einmal für jede Blockchain, die sie gemeint haben, eine fest definierte Anzahl von Bitcoins. Ja. Und sie kriegen immer, wenn sie in dieser Blockchain irgendwelche Leute Transaktionen gebucht haben. Wenn sie also in der Bitcoin, ich schicke dir in der Blockchain Bitcoins, ein Bitcoin, und dann kriegen die halt 0,0002% davon. Okay. Zum Beispiel. Und die Anzahl der für Bitcoins, die gesamte Zukunft im Endeffekt? Nein, nur für die eine Transaktion. Okay, wenn wir einmal die Transaktion machen. Und das heißt, weil in Zukunft einfach immer weniger durch das Minen reinkommt, weil die Anzahl der Bitcoins, die man fürs Minen hält, immer geringer wird, aber hoffentlich mehr und mehr Transaktionen gebucht werden, lohnt sich das Minen zukünftig trotzdem, das Verhältnis verändert sich einfach. Jetzt weiß ich auch, warum es Minen heißt, weil es ist wie, im Prinzip wie bei so einer Goldmine. Ja, stecke meinen Claim ab und dann habe ich den Claim und sage, okay, dieser Teil gehört jetzt mir. Ja? Meins, ganz genau. Ja. Und jetzt habe ich mal ein paar wichtige Zahlen aufgeschrieben, was vielleicht ganz interessant ist. Ich sagte ja vorher schon, so eine Blockchain wird alle 10 Minuten geschrieben. Und eine Transaktion hat im Schnitt 250 Byte. Das ist also nichts. Das sind, warte mal, 0,00023841 Megabyte. Also fast nichts. Ja. Aber trotz allem, wenn du überlegst, es kann nur alle 10 Minuten ein Block geschrieben werden. Ein Block ist aktuell maximal 1 Megabyte groß. Und wenn du weißt, im Schnitt hat eine Transaktion 250 Byte, dann kannst du anhand dieser Zahlen ausrechnen, wie viele Transaktionen pro Minute maximal möglich sind. Und ich habe jetzt mal halt angefangen, 10 Megabyte durch die 10 Minuten, durch die 60 Sekunden und durch diese 0,22 blablabla Megabyte, da komme ich pro Sekunde auf 6,99 Transaktionen, also knappe 7 Transaktionen pro Sekunde, die möglich sind, rein physikalisch. Das heißt, aktuell ist es in diesem Netz, das wir haben, unter den Bedingungen, alle 10 Minuten, an einen Megabyte-Block, begrenzt auf maximal 4200 Transaktionen in 10 Minuten, also in einem Block. Können maximal 4200 Transaktionen gerechnet und geschrieben werden.
Das ist wenig. War anfangs mega viel. Nur jetzt kommen wir langsam an die Grenze, wo die Überweisungen wirklich häufiger werden und es manchmal dazu kommt, dass deine Transaktion in diesen fertigen Block nicht reinkommt, weil du als Überweiser zu wenig dafür zahlen möchtest. Weil die Miner machen natürlich Folgendes, die gucken nicht, wer zahlt prozentual am meisten, sondern wo kommt real am meisten dabei raus. Mhm. Wenn ich dir jetzt eine halbe Bitcoin schicke, also die größte Transaktion, genau, aber nur ganz wenig transaktionspromillmäßig geben möchte, jemand anders überweist aber 10 Bitcoins, der den gleichen Betrag an Promille ansetzt, genau, dem seine Überweisung als erster getätigt und ich stehe hinten dran und muss manchmal warten. Und deswegen kommt es gerade bei solchen kleinen Transaktionen häufig dazu, dass eine Überweisung nicht innerhalb von ein paar Minuten geschieht, sondern mal 2-3 Tage dauern kann oder gar nicht gemacht wird, wenn du einfach zu wenig dafür zahlst. Und das ist ein Problem der Bitcoin, die man eben am Anfang gar nicht so als Problem gesehen hat, aber jetzt langsam stellt man fest, Moment mal, da ist so viel Transaktionsvolumen dahinter, so viele Geschäfte, dass wir uns durch diese Begrenzung momentan die kleinere Überweisung benachteiligen, weil die Großen mit größeren Beträgen als erstes genommen werden und die Kleinen stehen immer hinten an und müssen warten. Und aus dem Grund, 21 Millionen, die Zahl haben wir vorher schon genannt, aus dem Grund kommen wir jetzt zu zwei anderen wichtigen Begriffen, die sogenannten Forks, Soft Fork und Hard Fork, also diese Weggabelungen. Ich habe ja schon einige Dinge angesprochen, die in der Bitcoin als Code verankert sind. Maximal 21 Millionen, maximal 10 Minuten bis zum nächsten Blockchain, maximal 1 Megabyte pro Chain, Blockchain an sich. Das sind jetzt viele Kriterien, die einfach fest verankert sind. Und jetzt muss ich einfach die Community immer wieder abstimmen und sagen, wollen wir irgendwas ändern? Und da gibt es theoretisch zwei Möglichkeiten, wie sie was ändern können. Es gibt einmal die sogenannten Soft Forks. Das sind kleine Abweichungen. Stell dir einfach mal vor, du machst jetzt schon seit Jahren YouTube-Videos. Mhm. Und es ist egal, ob ich auf meiner jetzigen, wenn meine App jetzt das Ganze mir anschauen möchte, oder ob ich meine YouTube-App seit 5 Monaten nicht aktualisiert habe, es funktioniert trotzdem. Mhm. Das heißt, der Softfork ist immer abwärtskompatibel und als User merke ich davon eigentlich gar nichts. Mhm. Weil ich etwas Weiches, wo zwar ein anderer Weg gegangen wird, aber im Nachhinein alles abwärtskompatibel ist und alles funktioniert wunderbar. Solche Softforks gibt es fast am laufenden Band. Da wird immer was verbessert, was aktualisiert, aber die Blockchain-Kette bleibt davon nicht betroffen. Ganz anders ist es bei so einem Hardfork. Wenn also irgendjemand einen harten Schnitt macht, stell dir mal vor, Windows 8 unterstützt nur DirectX 11.2. Wenn du unbedingt ein Spiel spielen möchtest mit DirectX 12, musst du Windows 10 installiert haben. Sonst funktioniert das nicht. Oder versuch doch mal einfach mit deiner PS3-CD oder DVD die PS4 zu füttern, die funktioniert damit auch nicht. Also es gibt einfach auch mal ganz klare, harte Linien und das sind die sogenannten Hard Forks. Da hatten wir jetzt vor kurzem einen, vor einigen Tagen oder jetzt immer noch, dass ich einfach von Bitcoin ein kleiner Teil abgespaltet hat und die sogenannte Bitcoin Gold ausgebracht wurde. Und immer wenn es eine neue Währung gibt, eine neue Kryptowährung, kommt es dadurch zustande, weil einfach bis zum gewissen Punkt beide die gleiche Kette besitzen. Also Bitcoin und Bitcoin Gold hatten immer die gleiche Kette hinten raus und Stand jetzt trennen sie sich voneinander. Das heißt, ab jetzt hat jeder Bitcoin Gold Berechner eine neue Chain-Kette und die normalen Bitcoins haben die alte Kette. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Bitcoin bei mir in der Wallet liegen. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber normalerweise müsste ich dort jetzt auch einen Bitcoin Gold haben. Das spaltet sich ab und ich besitze den weiterhin. Mhm. Die Frage ist, ob sich Bitcoin Gold irgendwo entwickelt wird positiv. Ich habe keine Ahnung. Das wird man einfach mal sehen, ob der angenommen wird vom Markt. Aber theoretisch meistens oder immer, wenn es einen Hardfork gibt, hat man als Besitzer der ursprünglichen Währung, des Bitcoins in dem Fall, auch die neue Währung, die abgespalten wurde, weiter in seiner Wallet, in seiner Briefkasten oder seiner Brieftasche. Und wie wirkt sich sowas dann auf die Preise aus? Unterschiedlich, das ist immer schwer zu sagen. Viele haben jetzt gemeint, der starke Anstieg von Bitcoin kam daher, weil viele gehofft haben, dass der Bitcoin Gold gut laufen wird. Deswegen haben viele behauptet, am 24., 25. war dieser Hardfork, dass eben Bitcoin und Bitcoin Gold getrennte Wege gehen. Mhm. Und viele haben behauptet, dass deswegen der Kurs von Bitcoin so stark gestiegen ist, weil viele beide Währungen haben wollten. Und stimmt auch, aber kurz vor diesem Hardfork, fiel der Kurs wieder. Und jetzt steigt er komischerweise wieder. Also es ist schwer anzugeben. Ich habe leider auch nicht festgestellt oder nicht nirgends lesen können, wo denn ein Bitcoin Gold gehandelt wird. Weil ganz ehrlich, der normale Bitcoin ist immer noch weit über 5.000 Euro. Ich habe halt leider immer die Europreise im Kopf. Also kann der gar nicht so viel wert sein momentan, weil der alte Bitcoin noch sehr, sehr stabil steht. Mhm. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich bis zum nächsten Video mal schauen, wie sich diese Abspaltung wirklich umgesetzt hat und ob da wirklich jetzt doch der Bitcoin Gold einen Wert hat. Weil es kann auch durchaus sein, das ist die Hoffnung von vielen, dass der Bitcoin stabil bleibt und Bitcoin Gold auch langsam an Wert gewinnt. Ich habe da einfach zwei Kryptowährungen anstatt einer. Ist auch nicht ganz ungewöhnlich.
Wir hatten in der Vergangenheit schon öfter solche Bitcoin Cash. Genau, ja. Litecoin ja. gab es davor, dann gab es Bitcoin Cash und jetzt Bitcoin Gold. Also solche Hard Folks sind nicht komplett ungewöhnlich. Mhm. Und was auch wichtig ist, Segwit 2x steht an. Wir haben demnächst den nächsten Hard Fork. Da weiß man jetzt schon, das wird am 18.11.2017 sein. Ja. Was passiert da? Ich habe ja gerade schon einige, ja, was heißt Nachteile, einige Probleme mit der aktuellen Berechnung von diesen Bitcoins angesprochen, dass einfach das eine Megabyte pro Paket zu klein ist, dass die 10 Minuten, dass da einfach zu wenig reinpasst. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das verbessern kann. Einmal gibt es sogar einen Segwit Wake. Segwit heißt einfach, ich schaue mal nach, was steht in der Kette drin. Und in dieser Kette steht auch sowas wie eine Autorisierung, also eine Zwei-Faktor-Autorisierung. Man kann also feststellen, in dieser Kette, welche Transaktionen wurden getätigt und da steht so eine Art Backup drin in der Kette. Ist aber nicht zwingend nötig, das könnte man aus der Kette rausnehmen und getrennt speichern. Weil dieser Backup-Weg verstopft in Anführungszeichen fast 50% der gesamten Kette. Das heißt, wenn man diesen Segwit durchführen würde, wäre die Sicherheit weiterhin gegeben. Allerdings könnte man in ein Paket eben doppelt so viel reinschreiben. Wir müssten das eine Megabyte nicht auf 2 Megabyte erhöhen, so würde das eine Megabyte einfach effektiver ausnutzen. Zwar eine Idee, die zweite logische Idee wäre, warum machen wir da bloß 1 MB, warum machen wir nicht 2, 5, 10 MB? Dann wäre die Pakete ja viel, viel größer. Bei großen Paketen gibt es aber das Problem, dass einfach diese ganzen Full- und Light-Nodes viel mehr Daten plötzlich speichern müssten und dann irgendwann nicht mal jeder mitmachen kann, weil einfach die Anforderungen zu groß sind. Und deswegen haben sie jetzt zwei unterschiedliche Parteien, kann man sagen, die unterschiedliche Meinungen haben. Und die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie versuchen werden, bis zum 11.08.2017 erst dieses Segwit einzuführen. Mhm. Also erstmal diese Sicherheitskopie rauszunehmen aus der Kette und parallel dazu zu speichern. Ja. Und dann die Verdopplung von 1 auf 2 MB. Also sie wollen beide Wege gehen, dass man dann wirklich für die nächsten Jahre wieder genug Transaktionen vornehmen können, um nicht gleich wieder eine neue Änderung vorzunehmen. Und das wird jetzt zum 18.11.17 wahrscheinlich geschehen. Okay, kleine Zwischenfrage an dieser Stelle, weil es ja zum Beispiel diese zwei Parteien jetzt, ja? Ja. Mich würde mal interessieren, wer entscheidet das im Endeffekt? Es heißt ja immer so, okay, alles so dezentral und so weiter. Wird es jetzt, kann man das jetzt auch gemessen an den eigenen Bitcoins, die man hat, dann einfach abstimmen, so wie bei einer HV, gemessen an den Anteilen der Aktien? Oder wer entscheidet denn im Endeffekt, dass es jetzt zu diesem Segwit 2X kommt? Und wer sagt, und was ist, wenn andere Leute alle dagegen sind? Also, sozusagen, wer entscheidet es dann, ja? Also du hast absolut recht, es ist alles sehr dezentral und trotzdem ist die ganze Bitcoin-Community sehr demokratisch aufgestellt. Also gerade bei diesem Segwit sieht es so aus. Ja, gerade deswegen wäre es ja, wenn die es Miner, dezentral. Die Miner, also die Gesellschaften oder die Firmen oder die Personen, die das Mining betreiben, können darüber abstimmen, ob sie mitmachen wollen, ja oder nein. Wie stimmen die darüber ab? Ganz einfach. Wenn sie sagen, jawohl, ich installiere das Softwarepaket, das Segwit unterstützt, dann habe ich meine Stimme dafür abgegeben. Stimmt, verstehe. Wenn ich das nicht unterstütze, sage ich, nee, ich will nicht. Und am Ende, jetzt kommt es nämlich so spannend, am Ende von einem gewissen Zeitraum sagt man, okay, wer hat es installiert, wer nicht. Und wenn es dann eben Ungleichgewicht gibt, normalerweise müssten da 95% dazu zustimmen, sonst gäbe es einfach den harten Bruch. Und ansonsten, wenn eben ein gewisser Teil nicht zustimmt, dann teilt sich das Ganze wieder. Da haben wir wieder zwei verschiedene Währungen. Ja. Das heißt, man kann keinen dazu zwingen, mitzumachen. Aber wenn eine gewisse Parteiengröße nicht mitmacht, kommen sie zu, dass wir im Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold haben, dann spalten sie das Ganze wieder ab. Wirklich physisch voneinander ab. Bis zum Zeitpunkt der Abspaltung ist die gleiche Kette, die historische gleiche. Bitcoin, die Blockchain bleibt gleich und erst zum Zeitpunkt der Abspaltung werden die Chains, die Ketten getrennt voneinander. Ja, verstanden. Und Bitcoin Cash war, glaube ich, ja auch irgendwie mit dem Ziel, dass das irgendwie mehr als 6,1 Transaktionen pro Sekunde schafft. Auch, genau, das Zehnfache habe ich irgendwie gelesen mal oder so. Und bei Litecoin war es einfach so, dass sie die Pakete nicht alle 10 Minuten, sondern alle 2,5 Minuten rechnen wollten. Also da gibt es immer verschiedene Unterschiede, verschiedene Systeme. Da muss man sich Gedanken machen, macht Sinn oder nicht. Aber theoretisch, wenn man von Anfang an die Bitcoins gehabt hätte, hätte man jetzt schon bereits 3 weitere Währungen, die man auch in der Wallet liegen hat. Und gerade bei so einem Hardfork vielleicht wichtig, ich habe ja vorher gesagt, bei einer Wallet hat man 12 Schlüsselwörter und man sollte immer gucken, gerade bei so einem Hardfork, dass man seine Bitcoins zum Beispiel, wenn wir bei Bitcoins bleiben, nicht bei der Plattform liegen lässt, wo man sie gekauft hat, sondern sie wirklich in seine eigene Wallet zurückholt, weil das einfach sicherer ist. Ja, es gab da schon in der Vergangenheit ein oder andere Problem, wenn man die nicht bei sich direkt liegen hatte, dass man diese abgespaltete Währung nicht mehr bekommen hat. Darum, gerade wenn man hört, da gibt es den nächsten Hardfork, auf jeden Fall schauen, dass alle Transaktionen in der eigenen Wallet liegen und ich eben für diese Wallet diese 12 Passwörter habe, nur dann bin ich wirklich der Eigentümer davon. Okay. Also wenn man jetzt gerade anfängt, sich mit dem Thema Gedanken zu machen, bitte das Datum 18.11.
immer im Hinterkopf haben, weil da kommt voraussichtlich der nächste Hardfork. Genau, und noch eine andere Sache, ganz wichtige, und zwar, das ist jetzt hier so bei YouTube, weil es ja eigentlich hier um Aktien geht, ja, so im Prinzip eine Videoserie mit Richard zusammen, weil er nun mal jemand ist, der sich damit schon länger auseinandergesetzt hat und viele Leute halt einfach gefragt haben, ob ich nicht mal ein Video dazu machen kann. Aber wenn ihr jetzt irgendwie auch unter diesen Videos zu Bitcoins Fragen habt, dann stellt sie unter diesen Videos und so. Oder ansonsten empfehle ich euch mal, der Julian Hosp, der hat eine Facebook-Gruppe, irgendwie Kryptowährungen ohne Abzocke, irgendwie sowas, die haben auch schon über 10.000 Mitglieder bei Facebook. Dann geht mal in diese Gruppe und da könnt ihr dann noch mehr über Bitcoins und so weiter diskutieren und nicht in der Aktien mit Kopf-Community, bitte. Genau, das ist einfach nur, weil halt schon mal die ersten Nachfragen kamen. Wer jetzt sagt, klingt ja als Videos, dann lasse ich die Finger davon. Ist sicherlich interessant, ist aber eine ganz andere Welt als Aktie, als Börse. Aber man muss halt wirklich wissen, wo stehen die Risiken, wie funktioniert das, was für technische Gegebenheiten gibt es. Wir haben jetzt vor kurzem, kann man vielleicht auch sagen, einige Nachrichten gehabt. Erstmal hat China angekündigt, sie wollen den Handel unterbinden. Dann ist gleich mal der Kurs nach unten gesackt, weil China lange Zeit einer der größten Märkte war. Ein paar Tage später hat der Chef von JP Morgan auch gesagt, oh, Bitcoin, Größe, Schweinerei und Abzocke und Betrug. Komischerweise hat am gleichen Tag JP Morgan die größten Bitcoin-Transaktionen in Schweden getätigt. Das habe ich auch mitbekommen, Und der Grund auch, warum ich das so interessant finde für diesen Kanal, ist grundsätzlich, man muss immer, es geht ja jetzt gar nicht darum, ob ich jetzt Bitcoins kaufe oder nicht, sondern für mich geht es einfach um das Verständnis erstmal allgemein. Und was für mich jetzt die Entscheidung war, das mal hier auf dem Kanal zu bringen, war auch, dass ich halt auch mehr und mehr mitbekomme, wie eben gerade sowas wie zum Beispiel Amazon oder dass es jetzt bald den ersten Bitcoin-ETF und so weiter. Und das ist eben, mir geht es gar nicht so sehr um jetzt Bitcoin oder um irgendeine andere Währung, mir geht es halt eben um dieses Blockchain-Konzept. Und was könnte man denn in Zukunft noch firmentechnisch da umsetzen? TUI zum Beispiel, ja, habe ich ja auch schon im Video damals erzählt. Und das ist ja wiederum interessant für unsere Aktienkonzerne. Ne? Ja, welcher Aktienkonzern beispielsweise beschäftigt sich schon damit, zu testen, zu forschen? Und welche sagen eher so, damit haben wir gar nichts zu tun oder das passt überhaupt nicht zu uns und so weiter. Und aus diesem Kontext heraus ist es dann auch wieder für uns Aktionäre interessant. Ja? Gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung und Web 4.0, Blockchain ist halt eine sehr gute Maßnahme, wo Maschinen untereinander Geld überweisen können, ohne dass man da irgendwie eine Überweisung tätigen muss. Und so selbstständig irgendwelche Ressourcen zubuchen und so weiter. Und dafür sind Blockchains einfach wie gemacht. Ob das jetzt eine Blockchain ist in der Bitcoin oder Ethereum oder irgendeine andere Währung, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen, was gibt es denn sonst noch. Muss aber wichtig, der Hauptpunkt ist die Blockchain, um die sich alles drumherum gebaut hat. Und das wird einiges, denke ich mal, noch in der Zukunft verändern, das Thema, definitiv. Kann denn eigentlich irgendeine Firma wie jetzt zum Beispiel Siemens oder so einfach so eigene Blockchains und so dann auch bauen? Immer die Frage der Akzeptanz, würde ich mal einfach behaupten. Okay. Also ist natürlich immer ganz geschickt, wenn du einen vorgefertigten Standard hast, über den du dich dann miteinander halten kannst, weil sonst fangen wir jetzt wieder an, Turm zu Babel. Jeder spricht seine Sprache und keiner versteht sie untereinander. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ich denke mal, wenn es irgendwelche Industriestandards gibt, wo sich die ganzen Unternehmen untereinander kommunizieren können, dann wird das sicherlich auch funktionieren. Da muss halt die Akzeptanz kommen. Und wie gesagt, ob jetzt am Schluss der Bitcoin wirklich das Rennen machen wird oder eine ganz andere Währung, die es noch gar nicht gibt, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber das Thema insgesamt... Oder ganz viele halt, ne? Ja, auch. Aber es wird immer schwierig, wenn halt 20 Sachen parallel laufen. Ist immer schwieriger, sowas eine Akzeptanz zu finden, als wenn es nur ein oder zwei gibt. Also ich meine, du kannst auch, das ist ja auch der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, es ist einfach eine Sache, die keiner prognostizieren kann, genau wie, guck mal, wer hat denn zum Beispiel, als das Internet gekommen ist, hat Bill Gates gesagt, ja, das ist nur so ein temporäres Ding, da werden wir nichts groß mitmachen, das wird bald wieder weg. Als der Erfinder des Computers, Konrad Zuse oder wie der hieß, hat der nicht gesagt, Computer werden irgendwie niemals groß irgendwie, noch stehen, nie im Leben. Ja, genau, oder weiß nicht, ob erst war, aber doch, sozusagen selbst die Erfinder manchmal von etwas können gar nicht überhaupt abschätzen, was dann irgendwann später damit mal kommt. Ja? Was die Zeit bringt, natürlich. Ganz gewaltige Sachen. Okay. Vielleicht noch aber ganz kurz zum Thema, was die Zeit bringt. Habe ich gerade noch diese Grafik mal mitgebracht. Mhm. Ich habe ja schon angesprochen, dass es irgendwann mal maximal 21 Millionen Bitcoins geben wird. Und das ist ja auch ein Punkt, warum viele sagen, Bitcoins finden sie gut, weil da keiner einfach künstlich die Druckmaschine anschmeißen kann. Es gibt 21 Millionen Punkte und mehr kann es da einfach nicht geben. Momentan befinden wir uns irgendwo hier auf der Kurve. Man sieht, wie ich vorher gesagt habe, anfangs war die Menge der Bitcoins, die die Miner fürs Minen bekommen haben, recht viel. Mhm. Und jetzt fällt sie halt immer weiter ab.
Und theoretisch wird es, wenn man es durchrechnet, erst im Jahr 2130 soweit sein, dass alle 21 Millionen Bitcoins geschürft wurden. Ja. Bis dahin wird es halt immer mehr und mehr zurückgehen, man wird immer weniger fürs Minen bekommen, aber erst dann werden alle Bitcoins wahrscheinlich geschürft sein. Eine wichtige Frage ist natürlich, ja, und was ist jetzt so ein Bitcoin? Ist es ein Spekulationsobjekt? Ist es eine Währung? Was ist es denn? Hm. Die Frage ist, denke ich mal, nicht halt so einfach zu beantworten. Wenn man jetzt mal Bitcoin als Währung ansieht, muss man überlegen, was ist eine Währung? Was ist ein Zahlungsmittel? Zahlungsmittel heißt ja einmal, ich muss es irgendwo aufbewahren können. Ja, ich habe eine Wallet, funktioniert. Ich muss es irgendwo teilen können und weitergeben können. Ja, geht auch. Und ich brauche irgendeine Sicherheit. Jetzt kommen jetzt hier die Ersten und sagen, ja, Gold ist eine Sicherheit. Deswegen wird Gold auch oder wurde Gold schon vor über 8000 Jahren als Zahlungsmittel akzeptiert. Du brauchst aber eigentlich nur Vertrauen. Ja, genau. Das will ich, danke, du nimmst mal die ganze Story vorweg. Es geht ja eigentlich immer nur um Vertrauen. Richtig. Ich habe damals vertraut, ich kriege für mein Gold irgendwas. Heute vertraue ich darauf, dass ich durch meine Steuerzahlungen meinen Staat dazu befähige, die Schulden zu zahlen, damit der Euro was wert ist. Und hier geht es einfach darum, Vertrauen in eine Blockchain-Technologie, die unfälschbar ist und die einfach auch durch das Cap von 21 Millionen im Beispiel einfach nicht künstlich aufgebläht werden kann. Ja. Heute werden wir vielleicht alle sagen, wer braucht es schon? Mal gucken, was in 20 Jahren ist. Ich weiß es nicht. Aber man muss einfach mal gucken, was könnte denn dahinter stecken. Ja, okay. Okay, von meiner Seite aus für den ersten Block, ich glaube, das war ziemlich viel und ich befürchte, ich war an manchen Stellen auch wieder ziemlich schnell. Dafür, ja, Entschuldigung von meiner Seite. Wird natürlich dann für dich wieder Überstunden in den Kommentarspalten geben, ja? Ja, das mache ich aber auch gerne, weil ich schön finde, wenn ich merke, ich stehe hier nicht umsonst mit dir vor der Kamera. Wenn da wirklich Fragen dazu kommen oder irgendwelche Anregungen, finde ich das super, da kümmere ich mich auch gerne drum. Wie bist, du denn als Börsianer dazu gekommen, dich dafür zu interessieren, ja, wo... Ja, ganz ehrlich, ich habe schon relativ früh mit P2P-Kredit angefangen. Ich habe auch hier schon einfach angefangen. Ich interessiere mich einfach, was gibt es denn sonst für Alternativen? Ich meine, ich als jemand, der an der Börse arbeitet, muss ja immer gucken, was macht die Konkurrenz. Du hast wahrscheinlich, das ist die offizielle Version, ja, und wahrscheinlich hast du in Wahrheit gedacht, ja, Richies goldene Börsenzeiten von damals, Internetblase. Ich weiß genau, was damals abgelaufen ist und jetzt passe ich einfach genau das Ganze ab, wie die ganzen Leute jetzt auf den Zug aufspringen und machen richtig schön fetten Rendite hier. Da habe ich zu wenig investiert dafür, das lohnt sich dafür nicht. Also wirklich reine Neugier und was ich halt schön interessant fand, du hast eine schöne Entkopplung vom Börsenmarkt, weil die Entwicklung von Bitcoin war einfach ganz anders, als die Börsenkurse einfach gelaufen sind. Ja. An manchen Tagen, wo die Börse halt in den Keller gerauscht ist, hat es der Bitcoin noch einigermaßen nach oben gezogen. Das ist einfach interessant, eine schöne Beimischung. Noch, was ich in ein paar Jahren dazu sage, vielleicht sage ich, hätte ich es doch nicht gemacht, hätte ich doch lieber in den DAX investiert oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe es Geld allerdings abgeschrieben. Für mich ist es einfach reine Spekulation und ich gucke, was draus wird. Okay, interessant. Zu dem Thema sehen wir uns, glaube ich, in 2 Wochen wieder. Aber du hast es trotzdem im Prinzip... Ja, okay. Nee, lass uns... Genau, wollte ich gerade sagen, das ist eher was fürs zweite Video. Dann geht es dann so ein bisschen mehr um das Wie und Was und wie speichert man das und wie kann man denn jetzt was kaufen damit zum Beispiel. Kann ich mal zeigen, wie ich es in Portfolio Performance eingespeichert habe. Das geht nämlich auch relativ einfach. Wenn man das sieht. Machst du auch. Das war ja schon auch eine Frage gewesen. Oder das kann ich dann auch mal kurz zeigen, wie ich es gemacht habe. Das geht ganz gut. Ja, okay, wunderbar. Dann vielen Dank für das erste Video und an die Börse Stuttgart. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, diesmal brauche ich sogar keine Dauerwerbesendung einblenden, weil bei euch gibt es ja keine Bitcoins. Ja? Zumindest noch nicht. Und ich bin gespannt, was da noch kommt in Zukunft. Freue mich auch aufs zweite Video. Und ja, wenn ihr Fragen habt, liebe Community, haut sie unten in die Kommentare. Und ich werde sie dann nicht beantworten, sondern die anderen Leute von euch, die mehr Ahnung haben. Aber das ist ja auch der Sinn von Aktien mit Kopf, immer mal wieder auch neue Sachen zu testen und anzuschneiden, um dann immer zu gucken, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Ne? Okay, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao. Alright.